Ein oh, der Schlüsselmeister. Findest du nicht auch? Ja, sehr putzig. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Das freut mich doch, was Dr. Marcel rasend macht. Das freut mich auch so ordentlich. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Schutzplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Dann knabbert dir doch die Fußnägel ab und im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite des Gitters? Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Okay. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Da habe ich schon so eine Idee, aber... Also wie ich an Gold komme, da habe ich schon so eine Idee. Aber das könnte ein bisschen knifflig werden. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. Zudem, wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Jetzt quetschen wir ihn der aus, Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Mist. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Das könnte tatsächlich helfen. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Gut. Das entspricht nicht ganz der Tatsache, aber... Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Was weißt du über Dr. Marcel? Das wäre mal interessant. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann, vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Der ist tot? Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Das sagst du bereits. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Das reicht als Info. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Ja, er sieht auch ziemlich gefährlich aus. Wenn man so nach dem Äußeren urteilen kann, kann man nicht, aber... Ja. Ich muss weg. Friss die Freiheit. Die werde ich grüßen, wenn ich sie irgendwann mal sehe.
Spooky, jetzt kannst du reden. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt. So. Also sehr gut, dass ich den in Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Jo. Und es gibt ja noch eine Anniversary Edition, oder wie die heißt. Wo du das nochmal in neuer Grafik spielen kannst. Also ich habe jetzt nur die. Ich habe jetzt nur die originale Version. Also Edna bricht aus an der ersten Edition, wie sie dort standardmäßig gezeichnet wurde. Es gibt da tatsächlich auf Steam auch noch eine, ich glaube sogar ein bisschen teurere Version, wo die Charaktere neu animiert sind und wo hier so ein bisschen die Räume ein bisschen neu gezeichnet sind. Halt, Edna bricht aus 2018 vielleicht oder 2019. Das Spiel ist tatsächlich, glaube ich, von, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber 2007 oder 2006 oder so. Also es ist halt wirklich, es ist halt die Originalversion, die wir hier haben. Und diese Anniversary-Edition ist halt dann halt, da sieht Dogelbecher halt noch ein bisschen sexier aus, sieht Edna ein bisschen feiner gezeichnet aus und die ganzen Räume hier, die wir sehen, sind halt, ja, mit glatteren Kanten und so ein bisschen, ja, abgerundeter gezeichnet. Insgesamt hübscher. Ein bisschen mehr 3D modelliert. Okay, jetzt sind wir hier auf dem Klo. Eine Dusche. Waschbecken. Schalt mal erstmal das Licht an. Jo. Schlauch. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Jo. Mal ein Stückchen nehmen. Ja, den Schlauch, den können wir nehmen, oder? Ich wollte Feuerwehrmann werden. Wollte irgendwie jedes Kind mal werden. Das ist irgendwie, ja, ist irgendwie seltsam. Jeder Junge wollte mal Feuerwehrmann werden und jedes Mädchen wollte Prinzessin werden. Das ist irgendwie mit ganz jungem Alter. Ich wollte auch Prinzessin werden, aber das ist eine andere Sache. Ja. Eine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Gespaltene Persönlichkeiten und so. Nee, Spaß. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Aha. Mach noch schnell das Glas leer. Hashtag hydriert euch. Auch bei einem Stream muss man ordentlich trinken. Ja, hier gibt's auch nicht viel zu entdecken. Mit den Duschen können wir nicht reden. Mit dem Waschbecken. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Großartige Entwicklung. Du denkst, du hast Probleme? Mann, ich bin das Waschbecken. Tja. Mit dem Schlauch können wir mit dem reden. Entschuldigung, aber sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Edna steht mal wieder auf dem Schlauch. Ja. Großartig. Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Du nicht. Wer ist die coolste im ganzen Land? Na doch, Edna, vielleicht. Du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Ja. Das wäre schon nicht schlecht. Joa,
Dann lass mal den Buki reden. Ja, dieser Raum hat tatsächlich überhaupt keine Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel mal eine Spüle treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Screen gleich drei auf einmal, hätte ich mir diesen Raum auch theoretisch starren können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller, realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann. Also, dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben. Als das Spiel in seiner ersten Form fertig war, also zum Ende meines Studiums, war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte. Und zwar fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von Dedelic, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe, also nach der Gründung natürlich, da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben die Sprachaufnahmen gemacht und da habe ich halt diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen möglich gemacht habe. Ich wollte es einfach vollständig haben und ja, die Atemreaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten. Auch noch sehr bemerkenswert ist in diesem Raum, dass man ihn in Harveys neue Augen auch wieder besuchen kann, beziehungsweise man sieht ihn aus einer anderen Perspektive, und zwar sieht man das, was hinten in dieser Duschnische auf der anderen Seite dieser Trennwand der Spiele vor sich geht. Da gibt es denn einen neuen Insassen kennenzulernen, und die Kamera steht da quasi hinten links an der Wand und filmt in Richtung Tür, wenn man das so nennen kann. Und das, was ich daran halt bemerkenswert fand, war, dass in unserem Fokusgruppentest, da haben wir Adventure-Spieler eingeladen, die halt das Spiel noch mal, schon mal durchtesten konnten. Also habe ich es neue Augen jetzt und ich hätte man bricht aus und den Nachfolger. Und da hat tatsächlich eine Testerin bemerkt, dass ich dort einen totalen Fehler begangen habe. Und zwar, dass ich die Duschen auf die Seite der Trennwand montiert habe, während ich halt Kiswas auf die Seite, wo hier in diesem Screen eben die Duschen sind, angebracht habe. Und die hat das als Bug reported in unserem Bug-Reporting-Tool. Es gab noch ein paar andere Einträge in dieser Fehlermeldung. Da habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und gedacht so, wow. Ja. Gut. Ja, das spoilert uns ja alles. Auch schon das nächste Spiel. Aber jetzt neue Augen. Ich kann nicht mehr reden, Modi. Übernimmst du das jetzt für mich? Du moderierst das jetzt einfach. Diesen Stream im Chat. Meine Redekünste versagen bei mir komplett. Wir wollten hier noch mit dem Schlauch hier. Bruno-Schläger okay, und so weiter. Ich habe einen Plan. Ich lenke die Schlange ab. Du schleichst dich von hinten an sie ran. Und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. Modi schreibt, Adventure-Beta-Tester sind eben die schlimmsten Beta-Tester. Ja. Kann ich noch nicht sagen. Ich war noch nie ein Beta-Tester. Meine Redekünste versagen immer nach etwa 5 Stunden Skyrim. Ja, 5 Stunden Skyrim, der nach 5 Stunden Skyrim würden meine Redekünste auch versagen. Aber meine versagen ja schon nach 10 Minuten. Ne, 34 Minuten haben wir jetzt den Stream. Aber gut, waren sie schon nach 5 Minuten, also ich konnte schon am Anfang nicht reden. Ich konnte, glaube ich, noch nie richtig reden. Da habe ich irgendwie. Ja. Muss irgendwann mal zum Logopäden. Das habe ich auch öfters mal schon überlegt, ob das mal eine coole Vlog-Idee wäre. Ob ich da mal irgendwie. Bin da noch nie zugekommen, dass ich mal irgendwie. Ja. Das mal. Für die Kamera einfach mal zum Spaß mal einen Termin beim Logopäden ausmache und mich da irgendwie mal beraten lasse. Das wäre irgendwie mal. Das wäre auf jeden Fall. Ich finde das eine geile Idee für einen. Für den Vlog, das würde ich auf jeden Fall mal machen. Ein Logopäden, also ich jetzt auf jeden Fall nötig. So wie ich ja nenne. So viele Probleme wie ich hier mit. Also wenn ihr mal irgendwie mal meine. Also gerade Pokémon. Pokémon würde ich mal empfehlen. Also wo gerade sehr viel mit Vorlesen dran ist. Also das ist. Sieh nur, Harvey. Eine Schlange!
Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen.